Yo, Timo meinte gerade zu mir, wir haben hier noch kein Intro, deswegen herzlich willkommen zum Video. Was geht ab, Boys? Freunde, wir haben letztens zusammen mit Rezo, Maluna und Anni Spiel des Lebens gezockt und das war eine sehr, 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 sehr geile Runde. Deswegen, Freunde, lasst uns nicht lang schnacken. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay, pass auf, wir können Spiel des Lebens spielen. Mega nice. Kennt ihr vielleicht aus der Wir können das jetzt wirklich nicht spielen, also weil es ja, geht nicht. Nee, ich komme nicht in deine Lobby rein. Anno 1800 versaut aus den Armen. Dadurch, dass es rauskam, sind die Server down. Nice Server, Digga. Ah, Pain, deswegen. Oh. Ja, Spiel des Lebens ist auf Steam. Ist auf Steam. Erklärt ihr das dann gleich nochmal, weil ich habe das Spiel vor, ich glaube, 40 Jahren das letzte Mal gespielt. Ist ultra einfach, aber kann ich gerne machen, ja. Dann könnt ihr noch kurz zu euren Charakterdesign und eure Farbe alle. Boah, Digga, ich habe so 5 Euro für das Game ausgegeben. Ich kann so ein Schneemobil nehmen. Geil. Sick, ich will auch ein Schneemobil. Warte, ich muss kurz. Kostet 5 Euro. Ich kann nur Farben. Oha, Digga, ich habe jetzt so einen komischen so einen Eisbären als Bild. Digga, easy win. Wie schön, Mann. Geil, feier ich. Okay, im Grunde seht ihr gleich links oben so Punkte. Und wie gesagt, diese drei Kategorien. Für jeden Punkt, den ihr da sammelt, kriegt ihr am Ende auch Punkte. Okay. Und ja, es erklärt sich eigentlich ziemlich von selbst, wenn wir zocken einfach. Okay. Das ist ein bisschen Overkill, alles zu erklären. Aber dieses Mal geht es nicht nur um das Geld, sondern darum, dass du dich entscheidest, wer du sein willst. Aha. Genau, genau. Du musst jetzt direkt entscheiden, ob du Beruf willst. Da gibt es quasi direkt Cash. Oder ob du Universität machst, dann kriegst du einen besseren Job. Also mehr Cash quasi. Du siehst ja diese grünen Felder, ne? Du musst erstmal 100k investieren. Dann müsstest du 100k bringen. Ja. Wie unrealistisch ist das denn? Sind wir in der USA oder was für ein Studium 100k zahlen? Ja, jetzt hätte man mal eben so am Anfang des Lebens 100k. Doch, ja, ich glaube, halt ich muss direkt immer was gewinnen. Das ist ja insane. In Amerika ist das ganz. Du bist normal, nicht mit 200k geboren? Cringe. Cringe. Oh, schon ein bisschen peinlich. Oh. Weiß ich nicht. No, ich gehe nochmal in die Uni. Junge, ich habe so ein Video geguckt, wo ihr so auf diese TikToks reagiert habt. Joe und du. Zum Ziehen. Und da war dieser Typ, der dieses weiß ich nicht. Muss das? Digga. Weißt du, was ich meine? Ach, dieses TikTok mit dem Dude. Wurde da so diese. Digga, weiß ja, ich nicht. Wo diese Wurst da so übel tief in den Mund nimmt, Digga. Muss das? Muss das, Digga? Ah, weiß ich nicht. Das sah gekonnt aus. Ja. Weiß ich nicht, Digga. So geil, ich liebe dich. Hab ich auch so sehr gelacht. Geil, Masa, Glückwunsch zum Abschluss. Das ging aber schnell. Danke. Ah, war ja wie bei meinem Jurastudium, Alter. Das wird. So. Oder ich hab am meisten Wissen. Du hast am meisten Wissen. Ah, wir gucken dir gerade zu. Alles, was da steht, das bezieht sich auf mich. Schau, damit du kurz verstehst wegen Steuern, ne? Steuern ist ein also Feld. Das verstehe ich auch im Real Life nicht, Leute. Das ist. Also Steuern ist halt so ein Feld. Wenn du da drauf kommst, musst du Steuern zahlen, sonst nicht. Also du kannst auch so den Monte machen und ohne Steuern halt. Das geht auch. Wie im echten Leben halt. Wie im echten Leben quasi. Du darfst halt nicht gebastelt werden. Also, ah, scheiße, heute ist Steuern. Filmdirektor Eppendrick. Hast du das immer, wenn ich so in den drei Würfel und auf das Steuernfeld komme im Real Life? Grauenhaft. Ja. Wachst irgendwann mal morgen auf, so fuck, Alter. Hab falsch geschlafen, heute Steuern. Unangenehm. Genau, und wenn wir jetzt. Wenn wir jetzt mal eben 90k eingesammelt? Hast du mal eben 90k eingesammelt? Was sind das für unrealistische Beträge? Guck mal hier, mähe den Rasen deines Nachbars, 80k. 80.000? Junge, holy shit. Ich würde nur noch Rasen mähen, Digga. Was? Wie wir gerade waren, wie unrealistisch, Alter. 100k fürs Studium ausgeben, ja, 80k fürs Rasenmähen. Und bei Schere, Stein, Papier kannst du gegen jemand anderen quasi Battle machen und der Gewinner bekommt quasi dann 100k. Was machen wir denn jetzt? Ey, wenn sie. Also Schere, Stein, Papier für 100k. Wie geil ist dieses Spiel denn? Let's go. Komm. Also ihr spielt nicht wirklich Schere, Stein, Papier, sondern ihr würfelt du einfach. Gegen mich. Oder ich gegen dich? Ja, wir würfeln einfach nur. Oh, ich dachte, wir spielen wirklich. Oh, ja, das ist, mega, das ist mega scuffing. Man kann es jetzt nicht mal aussuchen? Uff. Bro, Fabi, danke fürs Zuschauen. Oh, für oh was ist das für Schiss? Was Junge. Ist das? So bad. Wollt ihr mich verarschen? Hä, aber ich finde es ein bisschen low, dass die nicht einfach Schere, Stein, ultra. Also dass sie es nicht umsetzen. Ultra dumm. Das muss ich drehen? Drehen? Ah, so drehen. Muss so ja, fliegen. Entwickler, Junge, was? Ja. Wollt ihr mich verarschen? Oh mein Gott, no way. Müssen wir nochmal drehen? Nein, du hast nicht gewürfelt, du hast nicht richtig gewürfelt. Du musst nochmal drehen. Achso, das zählt nicht? Nee. Na, das zählt nicht, schade. Das musst du so funken. Ja, moin, klar. Oh, wahrscheinlich. Immer noch nicht, das zählt immer noch nicht, das zählt immer noch nicht. Jetzt. Ah. Ich dachte, ich muss nur so einmal anschwingen. Nee, du musst so leuchten dann. Ich muss richtig turnen. Ja, richtig ja. Turn ab. Ich hätte Rasen mähen sollen, Mann. Spielen oder Kartrennen? Spielen wir dann wirklich Kartrennen oder drehen wir wieder die scheiß Scheibe? Drehen und der am meisten Drill kriegt 200k.
Es ist ultra super kacke. Ich gebe euch doch kein Geld. Da gebe ich lieber Geld aus, als dass ich euch Geld gebe. Okay, Junge. Der Gönner. Entschuldigung. Behalte die Krone, bla 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 bla. Nimm sie. Ach so, ich nehme jetzt die Krone. Warum habe ich jetzt die Krone? Das ist einfach weil nur du, für Flex. Gitarre gelernt hast. Ah, das zählt zu wissen. Aber ich zur Uni gegangen bin und jetzt Gitarre gelernt habe. Ah. Nee. Das bedeutet quasi, du bist der Schlauste von uns gerade. Quasi. Ja, stimmt. Aber was heißt das im Game? Nichts. Aber du kriegst am Ende, wenn du am Ende der Schlauste bist, kriegst du nochmal on top Money. Also wenn du in der einen Kategorie quasi der Beste bist, dann kriegst du extra Punkte. Geil. Das heißt, die sind auf jeden Fall auch wichtig. Also nicht only Geld. Na ja, perfekt, Digga. Läuft ja richtig gut. Komm, können wir was Geiles. Hast du mich weggeballert? Wow. Zelte unter den Sternen, alleine. Ja, perfekt, Alter. Komm rein da. Guck, jetzt bin ich quasi der am meisten. Der am meisten. Du hast am meisten Liebe. Ja. Ja, von wem? Loser, Alter, holy shit. Alleine gezählt. Oh, Pain. Ja, aber man kann ja auch mit sich selber in Liebe sein. Ja, stimmt. Ja. Uni, let's go. Love yourself. Kannst auch zu dir selber finden. Love yourself. Du musst ja erstmal wissen, was du willst. Hat nicht funktioniert? Ja, man, real. Ey, wir finden alle relativ scheiße beim ersten Mal, ne? Ah, nee. Yay! Sehr gut. Oh, Chad, ich verstehe jetzt mal mein Lieblingsrestaurant. Oh, und es wird ehrenlos. Das Fanta Exotic nice, Chad. Chad, danke an alle Donos, sorry, wenn ich eine geskippt habe, yo. Und danke auch für die ganzen neuen Subs gerade. C-Tool, Snacky, Colin, Basti, Schmobi, Crush. Danke, Boys. Kuss. Oh, geil. Wenn jemand deine Sterne, aber ich muss ja dir Fund also ich freue mich für dich. Habt ihr schon mal Fanta Exotic getrunken? Nee. Weiß ich nicht, deswegen wollte ich gerade fragen, aber dann macht das Gespräch hier keinen Sinn. Toff. Ja, ich habe gerade Essen bestellt. Kennt ihr das, wenn ihr Essen bestellt und ihr seid nicht auf dem Mindestbestell wird und ihr packt einfach irgendeinen Müll dazu? Ja. Und immer Getränke, Digga. Fanta Exotic kann man machen. Okay. Was haben die noch für Fantas? Normale, das war's. Oh, dann alle enttäuscht. Keine drei Sorten Fanta. Beste Fanta aber Strawberry Kiwi. Boah, das ist ja nicht strong. Fanta, das Grapefruit Toronja, beste. Drei. Also ich habe mal so 10, also ich habe mir mal so bei Amazon so ein Set bestellt, wo man so 10 verschiedene Sorten bekommt. Da habe ich die meisten jetzt nicht so gefühlt. Ich bleib Single. Was? Warum? Why? Du hättest doch Liebe kriegen können. Was war jetzt der Vorteil von Single? Ey, wenn man heiratet, dann kriegt man von allen Geschenke. Das ist ultra nice. Big Money. Was? Heiraten ist ja OP, Alter. Ja. Junge, oha! Also, wie ja, so viel Geld ist, bleibt Single, meine Freunde. Ja, genau. Einen riesigen Fernseher. Arbeite für einen Wohl. Natürlich arbeiten wir für einen Junge, Wohl. Was? Digga, Fernseher, what the fuck? Hä? Ich wer von denen war gerade der so laut war? Maluna? Ist doch, ja, okay. Ist okay. Ist fein. Hätte schlimmer sein können. Ich meine, ja, wenn du halt jetzt auf ein Feld kommst, wo so ein Stern drauf ist, dann musst du an denjenigen, wo der Stern, also dem der Stern gehört, 50k blechen. Das ist ultra scuffed. Ja, das ist überscuffed. Und wenn du selber auf dein eigenes kommst, dann kriegst du quasi von der Bank 50. Warte. 3 Bildungsstufen. Ja, verstehe ich. Ich werde dieses Spiel so spielen. Okay, es gibt 3 Bildungsstufen. Das heißt, ich kann jetzt weiter in der Bildung aufsteigen. Warum schreibt ihr Du-Chat? Du, Entweder, also das ist jeweils eine Stufe mehr, oder was? Das ist aber der Job, den du haben möchtest. Was können du mir mal, ich bin zu laut! Heißt das Gehalt steuern, dass ich kriege 30k nein, jetzt in diesem Fall links? Bullshit. Oder heißt das, ich krieg halt mal 80k und mal random minus 50k? Wie ich? Das Zweitere. Also du kriegst 80k für jedes Geld und random mal minus 50. Das heißt sogar das, also das Rechte, da krieg ich mehr, aber da ist das... Achso, wieder drehen, Entschuldigung. Schneller, oder? Oder doch? Ja, endlich auch mal Gehalt bekommen. Ihr habt schon alle Gehalt bekommen. Oh. Schicksal, oha. Was heißt das? Also alles im Grunde ist gut. Auf diesem Feld übernimmt das Schicksal die Zügel. Also ich meine, du kannst entscheiden, ob es gut ist. Bei dem eigentlich ist auch ein Kind. Und, oder einfach 100k. Ja, kann man entscheiden, ob das muss ich jetzt drehen? Einfach drehen. Ja, du musst drehen. Was heißt das alles? Also das eine ist 100k. Das steht, das ist rot. Steuern dann. Bitte nicht steuern, bitte nicht steuern. Nur nicht steuern. Das war nicht gut, warte. Das laggt bei mir nicht steuern, auch nicht. Nur nicht steuern. Nee, zählt Baby, nicht. Du musst richtig mit Elan, ne? Mit trotzdem Steuer. Oh mein Gott. Was heißt das? Aktion. Wenn die Grafikkarte einfach größer ist als Gehäuse. Was ist das Rechte denn? Ja, die leckt. Okay. Was macht das? Achso, das gibt mir 2 von diesen Sparschweinen. Das ist Reichtum.
Ja, ihr seid ja alle schon auf Liebe gegangen. Voll da ist das ein bisschen ungeil. Genau, also du willst halt gucken, dass du halt in ein oder zwei quasi der Beste genau, bist. Genau, ich bin nicht auf Liebe, weil da seid ihr ja schon drin. Genau, smart. Ja, Liebe. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin zu leise gerade. Egal, ich habe mein Mic wieder lauter gemacht, scheiß drauf. Aber nur noch 90k, das ist ja nicht so viel Geld. Alter, nach der los. Uni nur noch 90k auf dem Server. Komm, gönn. Schön. So, was haben wir hier? Junge, das, was ich im Real Life nie erreichen werde, perfekt. Aber ist doch schön, dass du es wenigstens in dem Spiel hast. Oh, Forscher, 120k. Holy shit, yes. Ey, aber auch Steuern 110, hast du das nicht gesehen? Ja, scheiß auf Steuern, einfach nicht zahlen. Let's go! Leute, bitte hören weg an der Stelle. Ah, du kriegst jetzt aus der Bank nochmal 50? Ja, weil ich mein eigenes gewürfelt hab. Ah, smarter Move. Oh, Junge, Rezo, komm her. Oh mein Gott, wenn Rezo verliert, muss er Kredit aufnehmen, perfekt. Mega! Easy, Dicker, Alter, pass auf. Nein, ich muss das jetzt schaffen. Komm, gib mir eine neue. Schön! Nein! Schön! Nein, das kann ich ja gar nicht mehr schaffen. Bitte. Alter, ich kann das gar nicht mehr schaffen. Oh! Nice. Da hab ich schon Schulden! Nice. Komm aus der Uni raus, schon Schulden! Junge, und zack, jetzt musst du Kredit aufnehmen gleich. Oh mein Gott. Die kann man auch nicht wieder abzahlen, das bringt dir für immer Nachteile. Kein Problem, ja, Digga, immer gerne, ja. Danke dir. Kein Ding, Digga. Voll lieb von dir. Immer gerne. Stopp. Junge, komplett abgerippt, die Sau. Bleib Single, folge deiner Berufung, um Cash zu halten, statt deine Familie, um Liebe zu halten. Heirate. Safe heiraten, Digga, let's go. Gib gute Mann oder Frau, let's pop. Kann man hier auch nice. Frauen, also kann man auch, du kann man sich aussuchen, welches ja, Geschlecht ja. Man. Ich glaube, du hast einfach kein Geschlecht. Du hast eine Mann, Frau und irgendwas anderes da, also auch ein Mann, glaube ich, ist das richtig. Wie fortschrittlich. Süß. Das ist sehr sweet. Einfach Zwilling geheiratet. Herzlichen Glückwunsch, Anni. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja, guck mal, jetzt wird es richtig dreist. Jetzt müssen wir einfach, wenn sie auf die inneren Dinger, diese Roulette-Dinger da in der Mitte, wenn sie auf schwarz kommt, müssen wir ihr alle 20k blechen, Alter. Boah. Okay. Besser ist. Wie? Und jetzt musste wer? Und jetzt müssen wir jetzt 10k. Jetzt müssen wir jede Runde? Nee, nur diese Runde war das, ne? Nein, nur diese Runde. Danke, dass ich dachte schon, ab jetzt jede Runde 10, 20k blechen. Imagine. Das wäre heavy. Alter, das wäre heavy. Lennart, danke für die 10 Euro, Bro. Vielen Dank an Zulu, Rollstuhl, Darian, Jolo, Lukas, Krustoff. Danke für die Support, Boys. Kauf eines Hauses, kostet viel Geld, aber du erhältst Spaß. Du so minus 20k. Okay. So schlecht. Junge. Mann, ey. Aber du hast ja keine 9.999k, oder? Nein. Du drückst auf Kaufen und hast dann zwei. Okay. Mach einfach mal. Das ist ultra smart. Du kannst immer noch, glaube ich, nein sagen dann. Und du hast jetzt halt zwei Häuser. Okay, ja. Um das kurz zu erklären, du hast dann am Ende, wenn du es verkaufst, kriegst du so 6 Zettel, die du aufmachen kannst. Und du kannst dann 3 davon auswählen und dann den Preis nehmen, dann zum Verkaufen, den du möchtest. Hey, die geile. Villa sieht ja viel schöner aus. Villa sieht viel schöner aus als die Luxuswohnung, so, ne? Aber. Viel schöner. Nimm die Villa. Aber mir ist es ein Pilzhaus. Alter, war das so Rooftop schon hot. Alter, das ist 5 Meter breit da oben. Ich und meine Frau leben einfach in dieser scheiß Luxusvilla. Nee, ihr braucht nicht mehr Platz, ihr habt ja euch. Chat, ich kann nicht mitreden, weil ich 5 Euro ausgegeben habe und einen anderen Mapper. Viel Spellman. Zu gut. Nicht so gut, ja, Leute. Ja, schwer. So, ich habe noch nicht so viele Punkte, sehe ich. Naja. Schön. Junge. Geil, danke. Ich bin stolz. Hä? Was? Aber ich jetzt gelb abgegeben? Stern. Ja, genau. Also. Ah, nicht so geil. Okay, egal, was machst du? More money, more problems! Du solltest jetzt eigentlich nach rechts gehen, weil du hast schon da ein Herz. Also du I hast got ja schon 99 eins. Problems, but a bitch ain't ja. One. Hit me! Taktisch I got 99 Single problems, but a bitch ain't one. Das ist fair. Taktische Tiefe. Was meint ihr jetzt? Ist ein guter Song von Liebe. Ding. Doch, ja, ich weiß nicht, ich meine, Song du hast das ja schon eine Liebe. Ist ein Feature-Part am Ende, wo er sagt, schon I got 99 problems getting rich, jetzt, I got 99 problems getting rich, I ain't one. Welcher Song ist es? Ja, Jay-Z ist das Original, aber es gibt einen Big Sean-Song. Aha. Mhm.
mach einen Roadtrip. Da sag ich am Ende so, I got 99 problems getting rich and all me, Digga, Drake. Würde ich auch machen, du hast echt Digga, viel Geld. Your Duffelback, Digga, King einfach. Einfach nicht King. So wie du. Junge, einfach nur ein King, Digga, das ist es. Got everything. Finger in eine Wunde. I'm so sorry. Maschine. Wir gehen doch auf Liebe. Kannst du mir ein bisschen Geld abgeben? Das wäre ja fair. It's a lot. Fuck that. Never mind what I got. They don't watch that, cause I came up and saw me. Stay true, they saw me. No help, they saw me. All me for me. Oh, ist das scheiße. Ja, dann nehme ich den Kredit auf. Ist das scheiße. Fucking banger, dude. Ey, bin ich zu doof, um das zu drehen? Ja. Du musst nicht mit Elan. Jo. Ah, ja. Ja, ist das gut? Ist viel gut? Also, tendenziell ist viel eher schlecht. Junge, noch ein Kredit, Digga! Oh. Junge, komplett gebumst, Rezo ist komplett raus, einfach. Wenn du einmal am Boden bist, Leute. Alter, ich bin in der Schuldenfalle. Ich muss Peter Zwingert anrufen. Junge, das geht mir ganz schlecht. Junge, kein Partner, zwei Kredite, Digga. So schlecht. Ey, und es hat mir nicht mal was gebracht, die 10 zu würfeln. Aber schön, dass du einen geilen PC jetzt hast, ne? Ah ja, ich bleib Single. Ich kann eine Familie nicht ernähren. Ich hab 100.000 Euro Schulden. Du musst sie nicht bezahlen. Die können auch einfach selber irgendwie, weiß nicht, arbeiten. Alter, zwei. Eben 10 und die gilt nicht. Und nee, zwei gilt jetzt. Aber tatsächlich ist es nicht so gut, viel zu würfeln, ne? Es ist tendenziell schon gut, wenig zu würfeln. Und auf die richtigen Felder machen kannst. Ja genau, weil dann sowas wie jetzt das kommt, die Aktion. Und jetzt kannst du zum Beispiel ihr Geld bekommen oder so. Mhm. Warte. Ach so, das heißt, wenn ich dann drehe, dann müsst ihr mir Geld geben? Nein. Wenn es rechts ist, da drehen wir alle und je nachdem, welche Platzierung du bekommst, kriegst du Money, was da steht. Und links drehst nur du selber und wenn es schwarz ist, kriegst du 80, wenn es rot ist, kriegst du 20. Ey, ich gönne euch halt gar nichts, ne? Deswegen. Oh mein Gott, Junge, so ein Hund. Ich hoffe, du kriegst rot. Oh mein Gott, so unverdient. Richtig hat nichts gönnt einfach. Ja, perfekt, eine 1, top, Digga. Das war eine lange Fahrt. Junge. Oh, Rezo! Wir beide, ab rein in den Slam. Ey, scheiße! Es lief gerade schon scheiße! Ab rein in den Slam Dunk, Digga, komm! Alter. Ja, jetzt ist aber Karma, jetzt verliere ich 100k, pass auf. Ah, oh mein Gott, no way! Nicht gut, aber das Ding ist. Stell dir vor, jetzt mach ich eine 1. Ja, jetzt eine 1 kommt, Digga. Es wird erstmal wieder 4 Runden gedreht. Ach, Digga. Komm, Junge! Komm! Ach, Mann. Alter, Scheiße. In your face, Kevin, in your face. Scheiße, Mann. Danke für die 100k, danke schön. Ja, kein Ding, Digga. Einfach. Ein Upload, Digga. Oh mein Gott. Ein Upload, Digga. Imagine, so 100k AdSense einfach. Babysitten, lerne Videobearbeitung. Auf geht's, Premiere, let's fucking go. Ja, safe. Man kann die Leertaste drehen? Ja, aber dann sehen wir es nicht, das ist viel uncooler. Jemand hat geschrieben, ihr lacht, Mr. Beast fühlt. Er ist halt echt schlimm. Der lacht noch über 100k AdSense. Ich kann mir gut vorstellen, dass Mr. Beast pro Video 100k macht. Ich denke mehr. Also was hat er für Views? Ne? 20 Mill oder so? Und ich glaube so 15er CPM ist ganz normal in Amerika. Ich und der wird in diesem Google Preferred Ding sein. Was heißt CPM? Mhm. Also der Stand kostet per Mille, also genau. Wie viel pro 1000 Views? Die Kredite vorher nicht zu Leben fortsetzen also oder nicht? Das ist halt viel höher als hier. Oh mein Gott. Aber ich habe gehört, dafür sind so Placements nicht so viel wert. Also die kriegen Placement Money weniger. Aber not sure, das stimmt. Ja, keine Ahnung. Würde ich vielleicht trotzdem pitchen. Also ein CPM von 15 würde ich schon wahrscheinlich nehmen. Ich check schon wieder auf gar YouTube nicht. Meinst du AdSense? Ja. Ja, da würde ich mich jetzt auch nicht beschweren, Digga. Stell dir vor, so 1 Million Views, einfach 15.000 Euro. Ja, moin. Das wäre so krass. Rein in mein Portemonnaie, Alter. Mhm. Ja, Waldhaus, übel günstig, mega guter Preis. Ja, aber ich kann mir nicht leisten. Für so ein Haus ist es super günstig. Nee. Ich habe ganz andere Häuser da, ne, weil ich so ein Skin von meiner Map habe. Bei mir war es ein Iglo und so eine Fischerhütte. Du siehst was ganz anderes. Ich sehe was ganz anderes, ich habe keine Ahnung, worüber ihr redet einfach. Und wie so Waldhaus. Das ist so kacke einfach. More money, more problems. Aber Schneemobil, ne? Ja, fürs Schneemobil ist worth. Das Ding passt. Achso, ich kann dran, entschuldigen. Kannst du einen Kredit abbezahlen oder was ist das? Du willst mal eine 3. Ach, Digga. Den Gefallen kann ich dir nicht tun. Okay, kann ich akzeptieren.
Jemand hat mir donated, Imagine Rezo hat einen Master in Informatik, scheitert aber daran, eine Scheibe zu drehen am PC. True. Ouch. Good one. Ich nehme das safe Bett. Was war mit Bett? You own it. Ich nehme die safe Bett gerade. Ich habe die 99k genommen statt neuer Job. Oh mein Gott, Digga. Und weiter geht's. Ja, aber dann sammelt du ein schönes Ein. Das sind so 3 Sekunden einfach. Bro, die 3 sind's einfach nicht. Real Rap. Bro, ich enjoy Ultra gerade. What fuck? Außerdem ist es nicht cool, Leute zu flammen, mit denen ich spiele. Die, Save of Babies, oder? Gib mir all die Babies. Let's go. Mein Uterus ist ready. No! Oh, saftig! Mein Uterus ist auch ready, Digga. Ich muss meine Kinder annähern, Alter. Schick mir rein die 50.000 rein da. Ja. Ja, scheiß auf die Kinder. Mach einen Roadtrip? Junge, oha, so eine Dino-Doku rechts. Ja, da kannst du aber was lernen. So ein Wissen mehr. Ey, eine Dino-Doku ist genauso viel wert wie zur Universität gehen. Das sagt das Spiel. Ja. Ist aber true. Merkt euch das. Mache ich 100k, aber 2 Herzen. Nichts ausgeben, aber ein Bildung. Ich habe schon 2. Ein Bildung. Ein Bildung machst du 2. Ein Bildung. Ein Bildung oder 2 Herzen. Ich meine, guck mal. Ja, safe. Dino-Doku, let's go. Ich glaube, dass Liebe vielleicht smarter gewesen wäre, weil kaum jemand von uns Liebe hat. Masat hat schon 2 Liebe, ich habe 1 Liebe. Meinst du das gerade in echt oder was ist los? Sad story. Aber ich setz doch darauf, Babys zu kriegen, so, weißt du? Ich glaube, die geben mir auch gut Liebe. Ach, komm, Mann! Die rauben nur Liebe, die rauben nur Kraft. Ah, nee, ich liebe die rauben Kraft und Geld. Ja, sick, dankeschön, Mann, dankeschön. Wir sind voll pessimistisch. Ja. Liebe. Wir sind nein. Ich hoffe, nur mal sicher und bleib bei deiner Routine. Riskant, gewinne oder verliere alles. Ah. Genau, also die roten Felder sind halt Steuern und die gelben Felder, da musst du dieses Drehen machen, was Rezo vorhin hatte, wo auch Steuern kommen kann. Aber da kann auch richtig kranker Shit sein. Nee, ich gehe auf Nummer sicher hier im Leben. Ey, du bist ja schon so weit. Du hast schon Kinder bekommen, du bist schon... Alter. Ja, danke schön. Kein Problem, ich bin Gönner. Ach, Digga. Ey, dafür, dass ich gerade so viel Schulden hatte, habe ich jetzt gar nicht wenig Geld. Ich bin zufrieden. Ach, Digga, ich werde so verkacken, Alter, im Late Game. Mhm. Nimm das rechts. Oh mein Gott. Aber verheiraten kriege ich ein Herz, weißt du, das ist halt. Ja. Und Kohle. Wer heiratet so spät, lame. Ja, man muss sich doch sicher sein, wenn man heiraten will. Die ist doch ja schon, weiß ich nicht, 80? Oha. Okay, kann ich drehen? Okay. Du bist jetzt auf jeden Fall relativ safe. Herzkönig. Heiraten bringt Kohle, das ist nicht realistisch. Ja, okay, Digga. Stimmt, ich glaube vor allen Dingen so eine Hochzeit ist derbe teuer. Überteuer. Ich glaube für eine Hochzeit so 10k ausgeben ist überhaupt nicht unüblich. Glaube ich auch. Ist die Steuerklasse auch viel mehr, würde ich sagen. Manche auf jeden Fall mehr. Also ja, auf jeden Fall nach oben hin ist nicht. Ich glaube aber so, dass der Durchschnittspreis einer Hochzeit auf jeden Fall über 10k liegt, würde ich jetzt sagen. Ich hätte sowas wie 25 gesagt oder so. Nein, ich glaube durchschnittlich nicht. Es kommt halt doch an, was man macht. Aber wer kann sich denn 25k für eine Hochzeit? Junge, Rezo, du bist so lost, Digga. Ey. Ich weiß nicht, im Durchschnitt? Oder 20k? I don't know, ich kann es nicht einschätzen. Junge, ich war einfach am Umparken. Das war doch nicht mal gefahren. Mit allem drum und dran, Digga. Essen. 15k bei deiner Schwester? Okay, krass. Ah, Google sagt 6,5k. Okay. Ich würde einfach picknicken gehen. Ja, ist auch cooler eigentlich, ne? Als es dann so. Heirats-Picknick. Ja, oder? Boah, und dann jeder bringt so Stullen mit, wie in der Schule. Ja! Hey, jetzt zeig mal, wie man gut dreht. Mann, Digga, wieder das 2! Mann, ich komm immer nur so kleine Schritte da vorne. Ja, jetzt gibt mir irgendwie irgendwas krasses. Ja, komm, jetzt gegen Rezo, komm her. Und weh, ich verliere das, Digga. Aber Erzfeind, Rezo. Komm her. Schön, let's go! Ja, ja. Mhm. Oh, das war gut vorgelegt. Come on. Ja! Let's go! Ah, nice! Lucky. Schön! Hat er Schere gehabt. Nice. Hat er Brunnen gehabt, kann man nichts machen. Brunnen? Als ob man das... It's fits. Brunnen mit Brunnen? Komm schon, gute. 5? Ich glaube 5 ist... Ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. Solange wir nicht auf kann ich eigentlich meine Schulden wegzahlen? Gib mir Baby! Aber wie soll das jetzt auf den Roller fitten? Also, du kannst auch Hunde nehmen. Kann ein Baby haben oder ein Haus adoptieren. Junge, der Wal da hinten, holy shit. Gib mir alle Katzen. Oh.
Warum habe ich einen Hund? Scheiße. Hunde sind doch auch süß. Hunde sind okay, Digga. Was, okay? Ja, Hunde sind okay, Digga. Ich sag so, oha, Junge, auf einmal Auto-Upgrade. LOL, was geht, Alter? So. Ist das Spiel eigentlich zu Ende, wenn der Erste im Ziel ist? Nee, nee. Für mich sind Katzen und Hunde equal, okay? Wenn du als Erster im Ziel bist, dann kannst du die ganze Zeit, also bist du quasi in der Rente und du wartest, bis wir alle in der Rente sind. Und du kannst halt immer, jede Runde kannst du mal drehen. Du kannst dich halt entweder entscheiden, ob du immer für Geld drehen möchtest oder ob du immer für diese Punkte drehen möchtest. Bingo-Spiel, Mars hat einfach schon 80 Jahre alt. Let's go. Junge, schön, 100. Stimmt, du bist schon mega alt, du bist schon in deinen, immer noch auf ihrem Single-Roller unterwegs. Nice. Nee, ich hab mir doch verheiratet jetzt. Kann ich eigentlich dir den Kredit irgendwie abbezahlen? Nö. Gar nicht? Der bringt dir extrem viele Minuspunkte nachher. Wirklich? Ich kann nicht zurückzahlen. Ja, korrekt, deswegen hab ich's gemacht. Es gibt keine Möglichkeit. Nö, gibt's nicht. Korrekt. Ey, wie krass ist das denn? Ja, ist nice. Einfach nice. Ich kann auch nicht draufklicken, also stimmt. Nö, das geht nicht. Hey. Hey. Warum denn nicht? Junge, Digga. Ey, das dreht immer so mega schnell. Du musst es nur los, lass es kurz weg. Oh, nice. Danke, Mann, Bro. Ja, gerne. Hab ich das gemacht. Schmeckt. Ah, das rein, da. Kotzt mich an. Es komm, und jetzt steuern. Jetzt steuern. Come on. Jetzt steuern wir zu. Sehr schön. Nein. Come on, Alter. Du kriegst Kind und steuern. Oh, direkt Kind und steuern. Baby. Ach, bin ich dran? Ja. Ich dachte, du wärst dran. Ich sag's, steuern, Alter. Steuern. Bitte steuern. Oh nein, Digga! Oh, shit! Ich hatte so viel Geld vor die Zug. Junge. Alter, das tut so weh. Da wird dann noch ein dritter Kredit aufgenommen, oder? Ey, das Finanzamt. Aua. Ich lieg so auf dem Boden und das Amt kommt zum Tritt nach. Oh, schön. Okay, was machen wir? Heirate ich oder gehe ich auf Geld? Ey, das ist Wissen, ne? Single ist Wissen und nicht Geld. Ja. Ja, auch Geld, das ist auch mehr Geld. Geh auf heiraten. Du brauchst Liebe in deinem Leben. Scheiß auf Liebe. Zynisch. So, was haben wir hier? Ja, komm, rein ins VR-Museum, Alter. Als würde man so intelligenter werden, weil man so mit so einer VR-Brille durchs Museum rennt. Klassiker. Holy shit. Doppelt so intelligent wie Uni. Ja, so ein Besuch im Museum ist einfach mehr wert als zur Universität. Ja, Mann, gib mir noch ein Baby, what's poppin? Ja, jetzt noch ein Haustier. Hast du schon Hunde gehabt? Was? Ja, Digga, zwei Hunde sind besser als einer. Was geben dir Hunde denn? Nichts. Hunde geben mir Liebe. Und guck, Kinder? Halt. Auch nichts. Gleich viel. Ach, du kannst dich einfach entscheiden. Ja, ist gleich viel. Und die geben dir auch Falten safe. Und Stress und. Okay, jetzt geht's los. Bitte. Bro, die machst du mal einen guten Job. Danke, Jungs. Gerade gesehen, das Ding Stuff auf der Blacklist ist, der auf der Blacklist sein sollte heute. Kuss. Hat aber einfach schon 6 in Liebe, Alter. Sick. Bloß auch schon 80. Aber sick. Aha. Ja, mit 80 hat man viel geliebt. Hol dir eine riesige Sonnenbrille. Genauso viel wertvoll wie ein PC. Und ein riesiger Fernseher. Vor allem das Geile ist auch, die Sonnenbrille ist einfach for free. Und das Puzzle mit 1000 Stück kostet einfach 100.000. Junge, what the fuck? Völlig angemessen. Dieses Spiel ist völlig angemessen. Alter, ich hatte im letzten Zug 400k und nach dem letzten Zug nur noch 110. Das war der letzte Zug. Minus 300k war der letzte Zug. Wenn das jetzt wieder passiert, dann habe ich irgendwie 7-fach Schulden. Fänd's funny, wenn du auf irgendwas kommst mit einem Stern. Oh nein, ey! Das ist funny. Ich hab nur noch 60k! Ja, du kriegst jetzt was. Jesus. Ja, trotzdem. Oh, Steuern hätte ich auch. Steuern wäre geil gewesen. Investitionen, Digga, von welchem Geld? Nein! Nice! Ey, danke, Mann! Kevin. Richtig nice, danke, Mann! Du hast schon über 500k! Ja, Alter, yo! Danke, Digga! Aus meinem Leben. Da hast voll aber nett! Gehalt bekommen, voll gut. Ja, kauf dir doch ein Haus. Geld hast du ja. Kann ich ein Haus, Mann. Ich habe ja kein Geld, um mir ein Haus zu kaufen. Ja, vielleicht gibt's eins für 100k. Ich kann gar nichts. Kannst einen Kredit aufnehmen. Hä, kann ich das? Ja, aber das ist übel dumm. Nein, mach das nicht. Nee, dann nix. Ich habe mir auch kein Haus gekauft. Ich habe auch kein Haus. Oh Mann, das ist natürlich schlecht. Ich kann nicht investieren. Ach, schön. Schön. 6 ist gut. Nice, Digga. Komm, jetzt noch irgendwas Geiles. Irgendwas Geiles. Oh. Okay, ich glaube, das Ding ist, das linke bringt mir, glaube ich, nichts mehr.
Weil wer auch immer grün ist, der hat 4 von den Schweinchen. Rezo. Ja. Aber rechts bringt dir was. Komm, gib mir schwarz. Mann! Oh, Digga! Egal, nehme ich trotzdem. Alter, du hast 660k, heul mal nicht. Das sind die Superreichen, die so rumheulen. Oh, okay. Gerade noch Geld bekommen. Autsch, Steuern, ciao. Das ist so asozial, dass die einen zwingen, da noch drauf zu klicken, als hätte man eine Wahl. Ja, ist belastend. Junge, habt ihr diesen Pinguin gesehen? Nächste Runde. Junge, so sieht das Finanzamt aus einfach. Das ist das Finanzamt, Bro, in diesem Game. Okay. Jesus Christ, so fucking Pinguin, Digga, kriegt deine scheiß 150k. What the fuck? Och, nee. Oh, wieso kriegt Kevin so viel? Nice! Alter, du hast 710k. Alter, er lebt so sehr von uns, ne? Digga. Jetzt bist du ja fast... Oh, wieso schon wieder eine Sonnenbrille? Zwei Sonnenbrillen sind mehr als eine. Facts. Boss. Facts. Period. Ich würde trotzdem das rechts nehmen. Ja. Chat, ich lebe nicht von euch, Alter. Das ist eine traurige. Ich bin ein young independent woman who don't need no man. Oh, nee, doch nicht. Ja. Ja, und ich lebe eventuell von der anderen. Ich hätte auch die Schweinchen jetzt sammeln können. Hier ist Hans. Leider muss ich sagen, dass ich absolut keinen Bock mehr habe, eure unglaublich langweiligen und unkreativen Donuts vorzulesen. Meine Stimme versagt, ich sehe kaum noch meine Familie, ich kündige. Danke für die schöne Zeit, Kevin. Hans, shut the fuck up, alright, Bro? Du kannst nicht kündigen. So funktioniert es hier nicht. Das ist eine fucking Mafia. Alright, Bro? Leute, wovon sollen Straßen denn auch gebaut werden? Komm, drei. 666. Ah. Oh, neuer Job. Auch nicht bad. Oh, noch mehr Gehalt wäre auch geil. 12k Erhöhung ist auch nicht bad. Ah, ich nehme einen neuen Job. Einfach 132k im Jahr bist du nicht zufrieden. Boah, was? Ja! Was sind das für Shit-Jobs? 80k ja, Gehalt? Dafür stehe ich doch nicht mal. Dafür stehe ich mich auch. Wer bin ich? Oh mein Gott, ist das Bullshit. Oh nein. Bullshit. Karriere. Let's fits. Junge, ey, Hochmut kommt vor dem Fall. Das kommt davon, dass du so greedy bist. Warte, sind das 80k im Jahr? Ja, das ist im Jahr. Was für greedy. Schauen wir noch voll. Haus? Keine Ahnung. 80k im Jahr, oh mega gut. Geht doch voll. Ich schau nur rum, es ist ultra viel. Also ich meine, ich habe ja schon ein großes Haus, kann ich mir noch so ein kleines gönnen, ne? Ja, gönn dir. Let's fucking go, Alter, ich bin Unge, Immobilienkönig. Junge. Hehehe, wie es klingt. Oh, Digga, ich hoffe, dass der Typ in meinen Nudeln nicht hinfällt und alles, weiß ich nicht, fallen lässt oder so. Das wäre nicht so PogChamp. Job, bei dem ich eine 200k verdiene. Und? Ah. Kriegst selber Geld. Gummibär! Hüpf in die Unterhose! Du bist der Erste, ich bin deine, den Ruhestand erreichen. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Ich hab wirklich 18. Wie alt bin ich? Wie es mit deinem Leben weitergehen? Wähle den Ruhestand, um dich auszuholen, um Geld zu drehen, wenn du dran bist. Bro, die Rentiere sehen so süß aus, dude. Holy shit. Okay. Aber Geld brauchst du doch eigentlich nicht. Ja, ne? Also ich würde rechts nehmen an deiner Stelle. Aber ich hab, Rezo ist jetzt nicht gerade der Beste in dem Game, so ja, vielleicht wirst du nicht auf den so. Ja, aber ich würde das ja auch im echten Leben, ja, immer schön weiterbilden. Ja, oh, ist wichtig. Mein Essen. Porgas, sub geht's. Alles klar. Bravo. Cool. Läuft. Hat sich gelohnt, hat sich doch gelohnt, auf mich zu hören, Maluna. Ja, ich merk schon. Okay, bitte eine 7, bitte eine 7, bitte eine 7, bitte eine 7. 7. Ich bin eine Niete. Ah. Wenigstens Kevin nichts gegeben. Kann ich mir auch sowieso nicht leisten, Leute. 160! Guck mal, günstiges Haus. Aber was habe ich davon? Kannst ihr habt alle Häuser. Verkaufen. Das heißt, so, wenn es nachher Reichtumspreise gibt, schaffe ich das doch eh nicht. Hab viel zu wenig Geld dafür. Kriegst also, 2 Punkte und du kannst später viel mehr verkaufen. Das ist schon gut. 2 was Punkte? 2 Schweinchenpunkte. Sicher? Mhm. Ja, okay. Geil, das habe ich nur aus. Ich freue mich. Alter, ich habe so wenig Geld. Ich habe so wenig Geld. Deine Fanta ist angekommen, seine Fanta Exotic. Ja, aber ich finde das Spiel, ich finde es gut an dem Spiel, dass das so, so greifbar ist, ne? Dass man als Pinguin-Wärter auch so 80k im Jahr bekommt. Das finde ich absolut realistische Preise. Ach nee. Achso, das bin ich selber! Oh, nice! Ach nee. Nice, verdient, rein da. Verdient. Okay.
Ja, ich muss für Liebe gehen. Ach, beides ist Müll. Warte mal, was ist denn sonst so der bessere Weg? Links gibt's mehr Kohle, ja, dann gehen wir links. Geh auf Liebe, geh auf Liebe. Ah, dumm. Dumm. Oh nein, oh nein, ist es Steuern? Oh, ja. Aber es ist nicht so viel. Nein, von den 29 Gas weit. Ich muss 50 bezahlen. Oh, die tun so weh. Oh, oh, 50 K tut so weh. Oh. Aua, aua. Aua. 50 K, juckt mich nicht. Jo, Chat, seid ihr stolz auf mich? Ich hab heute Trinkgeld gegeben. Er konnte sogar nicht wechseln, ich hab alles gegeben. Let's go, Risky. Ich bin ein guter Streamer, ein guter Mensch. Fuck it, Alter. Ein guter Paar. Vor allen Dingen bei denen, guck mal, bei denen fühle ich es auch übel. Ja, es war geil. Natürlich, Kevin. Natürlich bekommt Kevin hier. Oh, danke, Dicker, übel nett. Alter, von den letzten 7 Malen war, glaube ich, Kevin 5 Mal dran. 50k von Risky hat mir zwar noch besser geschmeckt, aber so ist auch nichts gebracht, diese Risky Lane. Ich hab einfach alles geskippt. Stimmt, du bist einfach drüber gefahren. Das Ding ist, der Laden hier ist wirklich mein Lieblingsladen. Und ich habe sogar ein geheimes Rezept quasi auf der Liste, das, was man nicht einfach so bestellen kann. Weil wenn man Arabiata bestellt, aber man sagt, man will es ohne Oliven haben, machen sie anstatt Oliven Paprika rein. Und das ist der krankeste Scheiß überhaupt. Das ist das Beste, was es gibt. Haben 10er gegeben. Aber oder bei dem Wetter hier rumfahren, Alter, ist abfuck. Und wirklich, ich bestelle da wirklich auch manchmal um 3 Uhr nachts und die sind übel nice. Und die sind auch mega korrekt immer. Aber sonst gebe ich wenig Trinkgeld halt, 2-3 Euro. Oh, normal. Chat sagt, das ist wenig, aber ich, ja. Ich wollte ihm 5er geben, wegen dem Wetter und so, aber ich konnte nicht wechseln, das ist scheiße auch. Aber ich hatte keinen 5er oder so. Aber ja, das ist nice. Das ist mein Favorite-Nudel-Ding, denke ich. Selbst ich gebe 5, okay, sorry. Das Ding ist, von Trinkgeld lebt die Gastro. Ja, ist true. Rezo. Mehr Geld geben. Ja, gerne. Noch ein Kredit, Digga. Alter, aua. Oh mein Gott. Aua, aua, aua. Alter, aber what are the odds? Ohne Scheiß. What are the odds? What are the odds? Das ist so, als wärst du ein Wort gesagt. What are the odds? Junge. What are the odds? What are the odds? Ich kann sowieso nichts kaufen. Guck doch. Kann ich eigenhäuser verkaufen? Du kannst eins verkaufen. Du hättest dein Haus verkaufen können. Ja, ich will aber jetzt gar nichts. Ah, dann kann ich auch nicht mehr verkaufen, okay. Wenn du in Rente gehst, kannst du es verkaufen, aber nur zum ersten Preis, den du siehst. Ach nee, ist es Rezo? Ja, moin. Ah, das war Rezo. Ich glaube, ich bin da noch nie gekommen. Das tut mir leid für dich. Das ist echt ein trauriges Leben dann. Was hast du gedacht? Sorry, Bro. Tut mir leid zu hören, Mann. Ich glaube, ich bin noch nie gekommen. Glaube ich. So eine Ahnung. Ah, du bist auch. Schon durch? Rezo hat alle Kredite der Welt verdient. Dieser Mann hat nichts für Artikel 13. Ja. I mean, okay. Oh ja, verkaufen. Gute Donation, Bro. Ach, du suchst dir jetzt Umschläge aus, die du pickst? Den ersten, den du bekommst, den kriegst du. Jo! Jo! Okay, Digga, ach so. Das hatten wir noch nie, what the fuck. Oh, Ami hat die Mio. Oh. 10k nur gewonnen, Pain. Das ist wirklich Pain. Ja, das ist nicht so ja. Viel. Aber was macht man denn mit dem Geld? Das bringt auch Punkte. Jede 100k bringt, glaube ich, 100 Punkte. Mm. Und ja, jeder Kredit, glaube ich, zieht 200 Punkte ab. Cool, freue ich mich. Ach ziemlich, komm, ist Digga. Ist ziemlich nice. Alter. Fühle ich, Anni. Aber wack, dass das Spielbrett so klein ist. Man ist ja legit in so wenigen Runden einfach durch. Ja, ich nicht. Ja, bei mir ist auch mega lange. Wo bist du gerade, Rezo? Ich glaube, ich bin hinter dir noch, oder? Weiß ich nicht. Lass mich mal überlegen. Ja. Du siehst auch immer unter deinem Charakter links unten quasi, wer der Höchste ist. Du willst ja der Höchste sein. Genau. Ah, ja, okay. Genau. Ich hatte halt nur Bildung oder das Schweinchen. Deswegen dachte ich, ich gehe mal mit Bildung. Mhm. Ich glaube, bei Liebe habe ich gerade das Höchste, ne? Ich denke schon. Alter, diese Milchbrötchen, ja, die zukommen beim Italiener. Ja, komm, du hast eh schon verloren. Das ist unterhaltsam. Freestyler! Ja, wenn ich schon... Freestyler. Tja, wie viele Leute glauben, dass ich skippen schaffe? Oh ja, oder immerhin, Welle. Da schon mal geskippt. Schicksal. Komm, jetzt steuern. Junge! Ey, das ist so ein Pain. Es ist so sad. Ich bin wirklich so, ich bin schon am Boden. Und dann kommt das Amt und sticht noch so. Alter, du bist ja wirklich steuern. Oh mein Gott. Digga, da wird doch noch ein Kredit aufgenommen, oder? Ja, ich glaube auch. Ich mach mal so. Also ich sage, ich komme auf 5 nachher. Okay, that's what he said. Oh! Nice! Oh
mein Gott. Alter. What are the odds? Too lucky, Alter. What are the odds? What are the odds? Ja, gehen wir für Bildung, dann bin ich da der Beste. Bildung ist mir persönlich sehr wichtig. Ja? Ja. Dann geh doch mit einer VR-Brille in den Kino, bringt ja doppelt so viel. True. Joink. Oh! Den Iglu-Architekten. Iglu-Architekt. Also diese Eissachen bei dir. Junge, dieser Pinguin rechts sieht so glücklich aus. Aber ich muss hingehen. Komm, jetzt noch eine 3. Ah, ist auch okay. Mhm. Okay. Oh. Ein bisschen Liebe wäre auch nicht bad. Nehmen wir mal das. Ein bisschen Liebe. Ein bisschen Liebe kaufen für 100k. Ein bisschen Liebe wäre easy. Wie im echten Leben. Also 3 Euro Trinkgeld sind auch schon immer nice. Selbst über 9 Euro freut man sich teilweise. Habe neben der Schule einen Job in der Gastro und wir dürfen alles von dem Trinkgeld behalten. Boah, das ist so cool. Bei den meisten Betrieben nicht mal Standard ist wie der Paper-Pee. Mhm. Bro, das war das, was ich meinte. So, im Restaurant zum Beispiel gebe ich immer Trinkgeld. Immer. Wenn es geil geschmeckt hat, Digga, die Leute freundlich waren, Bro. Es gibt keinen Grund, um das nicht zu tun. Ich würde auch immer Trinkgeld geben, auch beim Liefern eigentlich. Aber das Ding ist, ich habe einfach manchmal kein Kleingeld oder auch einfach keine Zeit im Stream dann irgendwie das rauszusuchen. Doch, wenn man selber arm ist, aber dann geht man doch nicht essen, oder? Mal so 2-3 Euro extra hat auch, also hat auch jeder so. Das geht schon fit. Wirklich ganz, ganz großes Uf hier an dieser Stelle. Mhm. Okay, okay. Oh, nochmal 100k. I mean, what are the odds? What are the odds? What are the odds, Alter? Danke für die 100k, rein da. Er hat sich gerade angehört, das ist so eine Donation bekommen. Ja, danke für die 100k. Danke für die 100k. Ich kann deinen Link leider nicht auschecken. Oh mein Gott. Jetzt würde man das auf Casual vorlesen, wenn jemand 100.000 Euro donatet. Ja, danke für die 100k. Danke für die 100k. Und dann so weiter reden mit den Leuten im Teamspeak, Alter. Es ist doch einfach nur, ich sehe nur rot. Ich sehe nur rot im Leben. Achso, ich bin. Oh, Rezo! Ey, danke, Mann, ultra nett. Ohne Scheiß, ich hab dir jetzt schon 8-mal Geld gegeben. Wieso investiert einfach in... Ich investiere in Kevin. Ja, ja. Eins Investor. Du kaufst Aktien, glaube, ohne Aktien kein zu Scheiß bekommen. Ich glaube, im gesamten Spiel war nicht einer auf meiner Farbe einmal drauf. Okay. Ja, Mann. Oh, nice, 0 Euro Gewinn. Nice. Ach, nee, nein, ich hab Gewinn gemacht, ich hab Gewinn gemacht. Mhm. Ich hab mich verlesen, nice. Ich bin dumm. Den spreche ich auch rechts um, dieser Vogel da so rum. Was ist da los? Oh mein Gott. Wir gehen alle auf eine lange Reise. Wenn du jetzt keine 5 Liegestütz machst, hast du einen kleinen Knüppel. Ja. Schließe ich mich. Ganz ehrlich, ich habe einen kleinen Knüppel, aber ich bin stolz drauf. Ja, ich auch. Ich früher auch nie. Mutzbabin. Wir lernen nichts im Alter. Ja. Komm, jetzt nochmal eine 3. Okay, aber wie weit hinten bist du denn? Okay, sorry, Alter. Okay. Was mache ich jetzt hier? Ja, ich muss, glaube ich, ich muss auf Lame machen, Freunde. Es tut mir leid. Okay. In der Bar, in der ich gearbeitet habe, haben sie... Oh, verdammt! Klaus. Sie bei 318 Euro auf 320 aufgerundet haben. Ja, aber Pinguin war doch so toll, Pinguin-Architekt. Ich bleibe auch dabei. Ja, ich würde auch bleiben, das ist ja richtig viel. 176.000 im Jahr ist schon nicht wenig. Ja, schon okay, da würde ich sagen. Ach komm. Ja, ist halt auch, ne? In der Bar, in der ich gearbeitet habe, haben sich Leute wie Mutter Teresa gefühlt, weil sie sich bei 318 Euro, weil sie bei 318 auf 320 aufgerundet haben. Junge Ehrenmänner. Jetzt geht's los. Achtung. Achtung. Knapp, knapp. What are the odds? Was ist das? Ja, das kann doch nicht sein, dass wir das alles nicht hinkriegen. So, jetzt zeige ich euch, wie das... Ich hatte vorhin übrigens eine Donation überlesen, es tut mir leid, Mann. Von Fips, der hat geschrieben, dass er es cool findet, dass ich mit so Streamern und YouTubern in Kontakt habe. Nein, Bro. Kuss, kuss. Muss ich ja haben, ne? Den muss ich ja aufteilen. So, let's go. Ah, perfekte 1, Digga. Spielt auch schön gemütlich, Junge, bei Stündchen. Sorry, dass ich so lange brauche hier. Oh, das ja, komm, ein Lotto rein da und jetzt kommt Schwarz, das hätte ich verdient. Ja, Mann, let's go! Alter. Nice! Digga, das ist so dreist. Das ist so dreist.
lobenswert, dass du auch immer sagst, ja, ich hätte verdient. Ja, Mann, habe ich verdient. Geil. Ich habe seit null verdient, deswegen sage ich das halt. Endlich. Nein, du hast... Oh, danke, das ist lieb. Kein Problem, Bro. Aha, aha. Alle gehen auf Bildung. Leute, geht mal ein bisschen mehr für Liebe. Ja, wirklich. Geht doch mal auf Liebe. Scheiße, ich hab Angst bei Liebe, Digga. Das ist schwer. Ja, Mann. Romantik. Liebe. Ich bin der Romantiker im Leben. So. Jetzt aber. Ja! Bravo. Hi. Wir gehen natürlich weiter für Liebe. Ja. Save dir Liebe. Unantastbare Liebe. Ihr mein Freund hat stinkbesoffen 5 Euro auf 50 aufgerundet. Der Verkäufer hat ihm 2,20er zurückgegeben, weil so viel wollte er nicht nehmen. Das nicht schaffen würde. Ja, Ehrenmann dann. Erstmal einen Schatz gefunden. Ich hätte die 50 Euro versteckt und gesagt, du hast mir die 50 Euro noch nicht gegeben. Ach man, Digga, ich brauch so lange. Holy shit. Digga. Pasta. Immer so einmal in den ersten Gang und direkt wieder bremsen. Ja, jetzt nochmal heiraten, wenn nice. Zweite Chance. Boah, die ist hot. Mann. Du bist auch Kevin, einfach lesbisch. Junge, die ist so heiß, holy shit. So, jetzt komm. Jetzt muss ich würfeln und dann krieg ich schön von euch Geschenke. Schön jetzt nochmal schwarz. Junge, es ist so dreist. Es ist so dreist. Es ist so dreist, Digga. Es ist unfucking fassbar. Junge, nee. Ah, 690. Mhm. Das schmeckt. Yo, Dominic Streams, danke für die 2, Powerbo, danke für die 22, First Bambi, danke für die 27 und Adam, danke für die Twitch Prime, Bro. Und Sauram, danke für die Twitch Prime. Kuss, dickes Papa in den Chat. Ist einfach sein echter Kontostand. Ufo hat vor einer halben Stunde so eine Art Minilog zum Album hochgeladen. Oha, wie cool. Nice. Achso, ich bin dran. Ja, komm schon. Ja? Nice. Oh, cool. Ja, lass uns gucken. Weiter geht's. Guck mal, wir haben jetzt viermal schwarz in Folge gehabt. Das Ding ist, wäre es nicht sinnvoll, dass ich in allem die Krone hole? Mhm. Ja, aber dann musst du noch, also um Kevin zu überholen, brauchst du noch mindestens 5 in Bildung. Ja, aber keiner, das heißt, du musst noch bestimmt so 7-mal auf das Feld kommen. Wenn du gleich viel hast, dann hast du auch schon mehr quasi. Ja. Niemand wird mich in Liebe jetzt noch überholen. So. Ja, das ist auch wieder wahr. Oder in Zufriedenheit oder was das war. Ja, ich mach mal wieder den. Ich dachte, 5-mal schwarz ist auch genug. Wieso ist so unlucky in dem Game? So. Oh, nicht steuern? Schön. So, ich bin auch im Ziel, Freunde. So, nice. K, die habe ich auch verdient. Rein da, zack. Wie das so ist, man geht in Ruhestand und hat 1,8 Millionen. Aber mach. Klassiker. Schön, 1,9, man muss da aufhören. Durchschnittliches Leben einfach. Ganz so üblich. Hast du eigentlich auch so eine Pension gehabt oder war das bei dir jetzt so ein Iglo-Haus? Bei mir war das so ein. Das sah aus wie so dieses Haus aus Frozen, dieses Schloss. Boah. Let it go. Oh, das Spiel ist vorbei. So, jetzt werden die Punkte gezählt, Freunde. Okay. Ich frag mich, wer gewinnt. Weird. Ja, das war's für mich. Bei Reese ist schon so vorbei. Bei Reese kommen jetzt gleich noch Kredite, das ist auch noch nice. Oh mein Gott. Boah, Anni! Yeah. Hat trotzdem nicht gereicht. Hä, hey, die Punkte geben nur so wenig? Dann wäre ich ja safe auf Geld gegangen beim Drehen. Hätte das denn gewusst? Let's go. Bei Reese kommen jetzt auch Kredite, Dicker. Junge, oh nein, nicht mal 1000. Oh mein Gott! Oh. Nicht letzter! Nicht letzter! Oh. Let's go!